Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebes Publikum an den digitalen Endgeräten, werte Kollegen von der AfD. Ihr Antrag ist technokratisch, kalt und hartherzig. Dabei ist die Situation kompliziert, vielschichtig und übrigens auch schicksalhaft für viele betroffene Menschen. Ihrem Antrag fehlt jede Differenzierung und jedes Verständnis für die betroffenen Menschen. Sie, insbesondere Herr Springer, haben so viele Anfragen dazu gestellt, dass Sie doch ganz genau wissen, dass und warum viele Fälle komplex und kompliziert sind. Ich finde es moralisch richtiggehend verwerflich, wie Sie so mit den Menschen umgehen. Ich finde es moralisch verwerflich, dass Sie das Thema erkennbar dazu aufziehen, um wieder und wieder Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen. Denn das ist doch das ganze Bestreben von Ihnen. Ich finde es moralisch verwerflich, dass Sie auch noch Stimmung gegen solche Menschen machen, die nichts weiter wollten, als zu helfen. Und wenn Sie gutwillig wären, dann würden Sie diese Geschichten auch finden. Sie müssen nur in die Zeitung schauen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, nachdem Sie ja auch eins genannt haben. Da gibt es den 64-jährigen Herrn aus Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt aus Minden-Lübbecke. Er organisierte 2014 einen Hilfstransport mit Kleidung für Flüchtlinge an die syrisch-türkische Grenze. Darüber lernte er natürlich einige Familien kennen und im Juni 2015 wirkte er für eine 7-köpfige syrische Familie. Er sagt, für die Ausländerbehörde war das damals Routine, ich musste nur unterschreiben, das dauerte nur 3 Minuten. Eine Beratung von Seiten der Ausländerbehörde hat nicht stattgefunden. Er war, und jetzt hören Sie mal genau zu, er war bereit, bis zur Anerkennung des Asylstaates für die Familie zu zahlen und hat das übrigens auch getan. Dieser hilfsbereite Mann glaubte allerdings, wie meine Vorredner schon erleuchtet haben, die Angelegenheit hätte sich mit dem, was wir Rechtskreiswechsel nennen, erledigt. Das war ein Irrtum und so kam es, dass er 46.700 Euro zusätzlich bezahlen sollte. Meine Damen und Herren, dieser Mann verdient unsere Hochachtung und nicht Ihr oberlehrerhaftes Geplärre da. Er hat geholfen, er war bereit zu bezahlen und er hat auch gezahlt. Wir in der CDU nennen das übrigens Nächstenliebe. Stellen Sie eine Zwischenfrage, ich verstehe Sie sowieso nicht. Wir in der CDU nennen solches Verhalten nämlich Nächstenliebe. Und ob er noch mehr bezahlen muss oder nicht, ist eben eine schwierige Rechtsfrage und nicht so klar, wie Sie das darstellen. Ihr Antrag ist aber nicht nur moralisch abzulehnen, sondern übrigens auch juristisch. Sie wissen nämlich genau, viele meiner Vorredner haben das gesagt, kann ich kurz machen, dass vor 2016 viele Behörden die Bürgschaftssteller falsch oder gar nicht beraten haben. Die Aspekte Vertrauensschutz oder gar Amtshaftung kommen in Ihrem Antrag gar nicht vor. Jede Bank muss, bevor sie eine Bürgschaft annimmt, muss aufklären. Das gilt natürlich erst recht für Behörden. Und daran fehlte es vor der Gesetzesänderung 2016. Deshalb muss es eine Einzelfallprüfung geben. Und Sie wissen ganz genau, dass sie gerade vorbereitet wird. Die Aussetzung der Einzelfallprüfung war auch angemessen von Bundesminister Heil, weil es eben Rechtsfragen gab, die der größtrichterlichen Rechtsprechung bedurften. Und wir mussten klären, wie Zuständigkeit, Kostentragung und Verfahren laufen sollen. Das ist nun passiert, das wissen Sie, aus der Erklärung des Bundesarbeitsministers. Also, es kommt jetzt zur Einzelfallprüfung und das ist auch genau richtig so. Warum eigentlich haben Sie dann noch mal schnell einen Antrag gestellt, wo Sie doch genau wissen, dass jetzt kommt? Und das erwähnen Sie auch gar nicht. Es ist doch reiner, durchsichtiger Populismus, den Sie da betreiben. Und besonders schändlich finde ich, dass Sie sich auf Ordnung, Rechtsstaat und konservative Werte berufen. Denn Ihr Antrag ist aus meiner Sicht gerade rechtsstaatswidrig. Denn wenn Sie generalisieren, dann beachten Sie weder das Verhältnismäßigkeitsprinzip noch den Artikel 3. Und konservativ und christlich ist das nämlich schon leicht gar nicht. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Konrad Adenauer. Die christliche Nächstenliebe, ihr Wirken kann durch nichts ersetzt werden und ihr Wirken ist unserer Zeit notwendiger denn je und das gilt auch heute. Ehrlich gesagt, Ihr Antrag zeigt, dass die AfD weder christlich noch konservativ ist. Sie wollen eben einfach nur spalten. Aber glauben Sie nicht, dass wir das nicht durchschauen. Für die SPD-Fraktion hat die Kollegin Gabriela Heinrich das Wort.